Das Leben und das traurige Ende von Elizabeth Taylor. Elizabeth Rosemond Taylor wurde am 27. Februar 1932 in Heathwood, dem Haus ihrer Familie in der Wildwood Road 8 in Hampstead Garden Suburb, London, geboren. Sie erhielt bei ihrer Geburt die doppelte britisch-amerikanische Staatsbürgerschaft, da ihre Eltern, der Kunsthändler Francis Len Taylor und die passionierte Bühnenschauspielerin Sarah Southern, US-Bürger waren, die beide ursprünglich aus Arkansas City, Kansas, stammten. 1929 zogen sie nach London und eröffneten eine Kunstgalerie in der Bond Street. Ihr erstes Kind, ein Sohn namens Howard, wurde im selben Jahr geboren. Anfang 1939 beschlossen die Taylors aus Angst vor einem drohenden Krieg in Europa in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. US-Botschafter Joseph P. Kennedy kontaktierte ihren Vater und drängte ihn, mit seiner Familie in die USA zurückzukehren. Sarah und die Kinder verließen zuerst im April 1939 an Bord des Ozeandampfers SS Manhattan und zogen bei Taylors Großvater mütterlicherseits in Pasadena, Kalifornien, ein. Francis blieb zurück, um die Londoner Galerie zu schließen, und schloss sich ihnen im Dezember an. Anfang 1940 eröffnete er eine neue Galerie in Los Angeles. Nachdem sie kurzzeitig bei der Familie Chapman in Pacific Palisades gelebt hatte, ließ sich die Familie Taylor in Beverly Hills nieder, wo die beiden Kinder an der Hawthorne School eingeschrieben wurden. Im Alter von 9 Jahren begann sie mit den Dreharbeiten für ihren Debütfilm, There's One Born Every Minute, der 1942 veröffentlicht wurde. Ihr Vertrag mit Universal Studio wurde gebrochen, als sie nach dem Film gefeuert wurde. Sie gab dann einen Bildschirmdist für das MGM. Als sie das Gleiche passierte, wurde ihr ein langfristiger Vertrag mit dem Studio angeboten. Ihr erster Film unter dem MGM-Banner war die Veröffentlichung von 1943, Lassie Come Home. Der Film wurde außergewöhnlich gut an den Kinokassen aufgenommen. Als nächstes war sie als Helen Burns im Remake des Charlotte Bront-Romans, Jane Eyre, zu sehen. 1943 spielte sie in der MGM-Produktion The White Cliffs of Dover. Während ihre früheren Filme ein Erfolg waren, kam der wahre Durchbruch mit National Velvet, das 1944 veröffentlicht wurde. Der Film an der Seite von Mickey Rooney und Angela Lansbury brachte einen immensen Erfolg mit etwa 4 Millionen US-Dollar ein. Der Erfolg von National Velvet führte dazu, dass sie die natürliche Wahl für den Tierfilm Courage of Lassie von 1946 wurde. Der Film wiederholte die Erfolgsgeschichte. In den Jahren 1947 und 1948 gab sie in einer Reihe von Filmen kraftvolle Aufführungen, die ihren Ruf als jugendliche Schauspielerin begründeten. Der letzte Film, der sie in einer jugendlichen Rolle porträtierte, war der amerikanische Klassiker Little Women. Als Teenager wollte sie die Schauspielerei aufgeben und wie andere Kinder ein normales Leben führen und eine Ausbildung machen. Ihre Mutter ärgerte sich jedoch und wies die Idee zurück. Der Übergang vom Heranwachsenden zum Erwachsenen war für diese atemberaubend schöne und talentierte Dame nahtlos. Ihr erster Film als Erwachsene war Conspirator. Obwohl der Film an den Kinokassen bombardiert wurde, wurde ihre Leistung von Kritikern gelobt. Das Jahr 1950 markiert die Veröffentlichung der Komödie Der Vater der Braut. Zusammen mit Spencer Tracy und Joan Bennett war es ihr erster erfolgreicher Film als Erwachsener. Die Veröffentlichung von 1951 A Place in the Sun revolutionierte das amerikanische Kino und katapultierte ihre Position weiter. Sie wurde sowohl vom Publikum als auch von der Kritik für ihre lobenswerte Leistung gepriesen und bewundert. Nach dem glorreichen Erfolg von A Place in the Sun spielte sie in einigen der vergesslichen Projekte wie The Barefoot Contessa, I'll Cry Tomorrow, Call Away Went That Away, Love Is Better Than Ever und Rhapsody. Die Filme scheiterten furchtbar an den Kinokassen. Der 1954 veröffentlichte Film The Last Time I Saw Paris war die einzige Rettung für den Abwärtssprung, den ihre Karrierekurve gemacht hatte.
Der Film war an den Kinokassen einigermaßen erfolgreich. Ihre Sehnsucht nach einer bedeutenden Rolle endete mit George Stevens 1956 veröffentlichtem Epos Giant. Danach war sie in erfolgreichen Filmen wie Raintree County, Cat on a Hot Tin Roof, Suddenly, Last Summer zu sehen und Butterfield 8. Butterfield 8 war ihr letzter Film im Rahmen des MGM-Vertrags, der 18 Jahre dauerte. Die Reihe erfolgreicher Filme schaffte es auf die Top-10-Liste erfolgreicher Schauspieler, eine Position, die sie auch für das nächste Jahrzehnt behielt. 1966 spielte sie die Hauptrolle in dem Film »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« an der Seite von Robert Burton. Ihre Darstellung des Charakters von Martha wurde wegen ihrer Authentizität sehr geschätzt. Nach dem großartigen Erfolg von »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« spielte sie neben Burton in mehreren Kassenblockbustern, darunter »The V.I.P.S., »The Sandpiper« und »The Taming of the Shrew«. Die Filme brachten an den Kinokassen insgesamt 200 Millionen Dollar ein. Am Ende des Jahrzehnts floppten jedoch mehrere ihrer Filme an der Abendkasse. Einige davon waren »Dr. Faustus«, »The Comedians«, »Boom«, »Reflections in a Golden Eye« und »The Only Game in Town«. Das Jahrzehnt der 1970er Jahre sah sie in Kinofilmen und Fernsehfilmen. In den 1980er Jahren kehrte sie mit dem Film »The Mirror Cracked« zurück auf die große Leinwand. Später war sie in »Malice in Wonderland« und »Poker Alice« zu sehen. »The Flintstones« erschien 1994 und war ihr letzter Kinofilm. Gegen Ende der 1990er und zu Beginn des neuen Jahrhunderts war sie in einer Reihe von Fernsehserien, Seifenopern und Zeichentrickserien zu sehen. Im Jahr 2007 wurde sie an der Seite von James Earl Jones in A.R. Gurneys Stück Love Letters gepaart. Das Stück wurde im Wesentlichen inszeniert, um Gelder für die AIDS-Stiftung zu sammeln. Sie ging mit 7 Ehemännern 8-mal den Gang entlang. Conrad, Nicky, Hilton war der Erste, gefolgt von Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, Richard Burton, den sie 2-mal heiratete, John Warner und Larry Fortensky. Trotz ihrer extravaganten Liste von Ehemännern hatte sie Affären und außereheliche Beziehungen mit wichtigen Männern und bedeutenden Persönlichkeiten wie Glenn Davis, Howard Hughes, Frank Sinatra, Henry Kissinger und Malcolm Forbes. Sie wurde mit 3 Kindern gesegnet, darunter 2 Söhne und eine Tochter und ein adoptiertes Mädchen Maria. Sie hatte seit den 1950er Jahren mit ernsthaften medizinischen Problemen zu kämpfen. Sie hatte 20 größere Operationen hinter sich und wurde mindestens 70 Mal ins Krankenhaus eingeliefert. 2004 wurde bei ihr eine Herzinsuffizienz diagnostiziert. 5 Jahre später unterzog sie sich einer Herzoperation. 2011 atmete sie ihren letzten Atemzug, nachdem sie an Herzversagen litt. Sie wurde im Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien, in einer privaten jüdischen Zeremonie beigesetzt.